So, der Riley ist wieder drin. Wir waren auf der Sommerweide. Der wird hier im April 3. Ich habe ihn jetzt gerade mal sauber gemacht. Ich wasche ihm noch Schweif und Beine. Das erste Mal in seinem Leben Schweif schneiden. Ist immer was Besonderes bei den Jungen. Ich habe die im Winter mal gerne kurz, weil die nur im Dreck hängen. Und man sieht, der sieht hervorragend aus. Dicker Popo, obwohl der null gearbeitet wurde. Aber wir haben halt sehr, sehr große Weiden mit sehr, sehr gutem Futter. Und er hat, seitdem er Absetzer ist, seitdem er im Mai als Jährling auf die Weide gegangen ist, kein Kraftfutter mehr bekommen und sieht so aus. Weil das artgerechte Haltung ist, viel Weide, gutes Gras, große Herde, viel Bewegung. So, hat gerade schon einmal kräftig abgebackt. Ich denke, das wird jetzt nochmal tun. Das ist ganz normal. Die haben am Anfang ein bisschen Platzangst. Das ist auch in Ordnung. Jetzt hat er sich schon beruhigt, hat gerade kurz gebockt wie ein Rodeo-Pferd. Da habe ich dann einfach vorwärts geschickt, einen Job gegeben. Ich bin keiner, der das unterdrückt. Die sollen das ruhig kurz loswerden. Das ist in Ordnung, dass sie sich am Anfang damit unwohl fühlen. So, jetzt beruhigt er sich ja schon langsam. Prima, Schatz. Ja, fein. So, er steht so eigentlich wie eine Eins angebunden, aber das mit der Abschutzdecke müssen wir jetzt noch lernen. Psst. Muss dich kürzer anbinden, junger Mann. Ja, alles neu für dich, ne?